So, wer errät schon, wo ich bin? Ne? Dreimal darf man raten. Genau, ich bin in der Pfalz, ich bin an der Mittelhart, ich bin in der Nähe von Wachenheim und das ist Tom Benz. Hi. Tom Benz vom Weingut Dr. Böcklin-Wolf. Tom, jetzt spreche ich aber auf Deutsch, du bist Ja, wir Engländer, machen aber du das. Ich arbeitest bin schon Engländer. sehr lange für das Weingut Dr. Böcklin-Wolf. Ja, 14 Jahre lang. Ja. Erzähl mir mal ein bisschen hier, wo wir uns gerade befinden und was ist so ein bisschen das Besondere daran? Ja, wir stehen jetzt gerade in der Riesling-Dreieck sozusagen. Drei von meiner absoluten Lieblingslagen hier im Forst an der Weinstraße. Ja. Also gerade hinter uns da ist der Ungeheuer. Das ist Ja. das, was wir von 2008 gerade im Glas Kannst du haben. zeig mal das Etikett gerade bitte einmal Ich ganz zeige mal kurz. gerade mal das Etikett So, das da, ist ein Dr. Grand Cru Ein von Grand Cru. Aber uns. was heißt Grand Cru? Entschuldigung, dass ich gerade frage. Ist ein großes Gewächs. Okay, Ja, also es ist eine selber beste Lage, eine beste Lage, ein trockener Riesling. Gegenüber hier ist der Jesuitengarten im Wow. Forst. So, auch mal ein Allerheiliger Lager. Aber der Allerheilige steht eigentlich hinter mir hier. Ja. Vielleicht nicht da filmen, Man da ist. sieht die Kirche. Ach, das gehört den anderen. Okay. Ja, das gehört den anderen da. Okay. Eigentlich ist es sehr schön hier. Und ich erwähne gerne die anderen auch. Ja. Das ist einem von die Ecken in einem von die Top-Lagen. Für mich ist es das beste Rieslinglager in der Pfalz. Okay. Hansjörg Rebholz würde mich wahrscheinlich mal widersprechen da mit seinem Kastanienbusch. Ihr da Ja. recht. Aber es ist so schön, dass die drei Bs einmalig nebeneinander sind. Ja? Okay. Also es fängt hier mit vom Bühl an. Aha. Ja, und die haben ihr Stück, ich darf mal drehen. Dann gerade, wo das Rot-Weiß da ist, das ist Bassmann-Jordan. Ja. Und gerade danach sind wir Dann kommt ihr. in der Was Kernschöpfung macht denn die drin. Lage so besonders? Basalt, Ah, okay. vulkanisches Boden. Also wir Okay. haben oben hier zwei alte Krater hier oben in den Aha. Bergen hier. Und nach den Napoleonischen Kriegen waren die Kriegsgefangenen da hochgeschickt. Da war schon viel Basalt im Boden hier unten und sagt, Ja. bring bitte von der Oberfläche noch mehr Basalt mit runter. Basalt, wir haben gerade mal ein Stück Basalt angefasst, Ja, ja. extrem heiß. Und extrem heiß. Das ist eine Hitzespeicher. Wenn es hier runterkühlt abends, dann erwärmt das Ganze. Es ist ein Wahnsinns-Mikroklima hier. Es gibt die Weine mineralische Tone, was Rauchiges noch dazu. Und es gibt dem Wein unheimlich viel Struktur und Langlebigkeit. Jetzt haben wir das Forster Ungeheuer. Wie würdest du den Stil vom Dr. Böcklin-Wolf von euren Weinen beschreiben? Also Also dieser in ist dieser ein Kategorie. Langgärer. Das war ein Wein, der fast ein Jahr Hefekontakt hat. Das heißt, wenn man da reinriecht, das hat auch richtig was Brioche-artiges, was Ja. Hefriges, fast so ein bisschen Vanilleartiges. Und man denkt, dass man dann so einen relativ breiten Wein kriegt, dann kriegt Aha. man den Wein im Mund. Entschuldigung, muss man mitmachen Ja. da. Also der hat eine unglaubliche Frische. Hat eine unglaubliche Frische und gleichzeitig eine unglaubliche Ja, Saft, Intensität. Kraft, aber in einer konzentrierten Form, keine Breite. Ja. Okay. Es ist Grapefruit, es ist Mineralität, was so schwarzen Pfeffer da drin, was rauchig ist, es ist sehr komplexer Wein. Okay. Sehr, sehr viel los in der Flasche drin. Ich habe gerade erzählt, das ist der, also für mich so, du hast gesagt, der Poularde oder irgendwas, aber zum Gänsewein oder irgendwas, wo Also. jeder denkt, ich muss hier einen Rotwein Ja. dazu bringen, ich bringe ein Monster dazu. Alles So ein klar. Ungeheuer. Also, so viel zu Gänsewein. Ich sage danke, Tom. Okay, Als kein Engländer Problem, spricht er gerne. schon ziemlich gut Deutsch, oder? Wie findet ihr Ja, das? thank you Danke. very much.